Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über No Man's Sky Beyond. Dieses Video versteht sich als Ergänzung zum bereits geposteten Video mit dem Titel Nexus Missionen und beschreibt 10 ausgewählte Missionen. Es geht nun darum zu zeigen, welche Aufgaben die Missionen beinhalten, wie man sich darauf vorbereiten kann und worauf man bei der Ausführung achten sollte. Die Darstellungen basieren auf meinen Erfahrungen. Es kann sein, dass bei euren Missionen nicht exakt die gleichen Anforderungen gestellt werden. Teilweise habe ich die Missionen alleine ausgeführt, teilweise waren andere Teilnehmer mit dabei. Mission 1 – Uralte Knochen freilegen. Startet man diese Mission, wird man in ein System teleportiert, wo man auf die Markierung Knochenreicher Planet stößt. Bei der Markierung befindet sich ein Gebäude, das aber nicht unbedingt mit der Aufgabe zu tun hat. Man wird aufgefordert, epische oder legendäre uralte Knochen mit dem Analysevisier aufzuspüren und mit dem Terra-Manipulator freizulegen. Man fliegt mit seinem Raumschiff eine kurze Strecke, landet und sucht mit dem Analysevisier Markierungen mit der Bezeichnung natürliche Grabstätte. Diese muss man nun erreichen, zu Fuß oder mit dem Raumschiff. Nahe am Ziel leuchten die gelben Symbole dauerhaft. Man muss so lange nach Knochen graben, bis das System zufrieden ist. Dann wird man aufgefordert, zum Nexus zurückzukehren, um die Belohnung abzuholen. Ich habe getestet, was passiert, wenn man schon vor dem Auftrag viele Knochen im Inventar hat. Nach meiner Erfahrung muss man trotzdem graben, aber es reicht dann allenfalls ein neuer Fund, um die Aufgabe zu vollenden. Da man die Knochen während des Auftrages nicht hergeben muss, kann man sie für spätere Gelegenheiten aufbewahren. Mission 2 – Faecium sammeln. Faecium ist der Code, den die Tiere auf dem Planeten hinterlassen, wenn man sie füttert. Bei diesem Auftrag wurde ich zu keinem bestimmten Planeten geschickt und musste selbst Tiere irgendwo lokalisieren. Um Tiere zu füttern, stellt man zuerst Kreaturenkugeln aus jeweils 10 Einheiten Kohlenstoff her. Mit der Taste E füttert man die Tiere und wartet dann darauf, dass sie eine sogenannte Dunkprobe abgeben, die man ebenfalls mit E einsammeln kann. Auch hier rechnete mir das System das bereits sich im Inventar befindliche Faecium an. Hat man die verlangte Menge, bei mir waren es 709 Einheiten, zusammen, muss man diese zu einem markierten, sicheren Depot bringen und 250 Einheiten davon abgeben. Das Depot erwies sich als Datenspeicher bei einem Handelsposten. Danach erhält man die Belohnung in der Anomalie. Mission 3 – Aktiviertes Emeril sammeln. Über die Markierung Aktiviertes Emeril entdeckt, wird man zu einem Zielplaneten geleitet. Mit dem Analysevisier hält man nach dem aktivierten Emeril Ausschau, geht oder fliegt zur Fundstelle hin und baut die verlangte Menge ab. Dann wird man zum sicheren Depot geführt, erneut ein Datenspeicher bei einem Handelsposten. Abverlangt wird wieder die Menge von 250 Einheiten, abbauen muss man aber bedeutend mehr. Hat man bereits aktiviertes Emeril mit dabei, muss man unter Umständen gar nicht erst mit Sammeln beginnen, sondern kann gleich das sichere Depot aufsuchen. Das gleiche gilt für die Mission aktiviertes Indium sammeln. Mission 4 – Monstrositäten eliminieren. Aufwendiger gestaltet sich der Auftrag, Monstrositäten zu eliminieren. Hier wird man zu einem Planeten und dort zu einem Ort des Befalls geführt. Dies ist ein verlassenes Gebäude, vor dem sich flüsternde Eier befinden. Öffnet man diese zum Beispiel mit dem Blitzwerfer, erscheinen sofort viele skorpionartige biologische Abscheulichkeiten, die ihre Larve verteidigen. Ich habe diese Aktion jeweils vom Dach des Gebäudes ausgeführt. Aber auch dort muss man sich in Acht nehmen, weil die Monster schädigendes Gift spucken.
Hat man die verlangte Anzahl Abscheulichkeiten vernichtet, löst sich der Schwarm auf, das heißt, die restlichen Monster verschwinden im Boden. Die Mitteilung weiterer Befall entdeckt, Koordinaten verfügbar, weist darauf hin, dass man sich jetzt ins Gebäude begeben und dort das Terminal bedienen muss. Die Koordinaten, die ich dort erhielt, erwiesen sich als die gleichen wie beim ersten Mal. Das bedeutete, ich konnte mich beim selben Gebäude wiederum aufs Dach boosten und die Aktion wiederholen. Dieses Vorgehen war dann noch ein drittes Mal notwendig. Die Anzahl der Monster, die man töten musste, erhöhte sich bei den Aufträgen. 8, dann 15 und schließlich 25 Abscheulichkeiten hatte man zu erledigen. Waren nicht genügend Kreaturen mehr am Leben, öffnete ich jeweils wieder ein flüsterndes Ei. Mission 5: Gefährliche Flora eliminieren. Diese Mission lässt sich relativ einfach bewältigen. Man wird über die Markierung Flora-Eliminierungszone auf einen Planeten gebracht, wo ein Reisender bei einem Grab darauf hinweist, dass man die Flora auf eigene Faust finden muss. In Höhlen zu suchen, wie die Anleitung dies unter anderem empfiehlt, würde ich unterlassen. Die Ausbeute ist relativ gering und über Land findet man mit und ohne Analysevisier schnell einmal gefährliche Flora. Meist sind dies die Pflanzen, die eine schädigende Staubwolke ausstoßen, wenn man in ihre Nähe kommt, oder diejenigen, die wie Venusfliegen fallen, zuklappen. Die verlangten 10 Pflanzen waren schnell gefunden und eliminiert. Mission 6: Planetares Depot überfallen. Im Zielsystem erhält man die Information, Wächter-Schwachstelle entdeckt, Einrichtungssignatur markiert. Die erste Anlaufstelle ist eine kompromittierte Einrichtung, wo man eine verstärkte Tür aufbrechen muss, um ein Terminal zu erreichen. Für die Aktivierung sind 100 Einheiten Pugneum notwendig, das man sich vielleicht besser schon vorgängig besorgt, indem man Wächter ausschaltet. Dann wird das Wächterdepot lokalisiert, das man keinesfalls durch die Waffen des Raumschiffes zerstören darf. Sonst akzeptiert das System die Lösung nicht und man muss die Mission abbrechen. Beim Depot gerät man unter Beschuss. Alle Arten von Wächtern versuchen, die Zerstörung des Depots zu verhindern, auch ein großer Roboter. Wie man sieht, bin ich hier nur knapp davon gekommen. Allenfalls hätte ein anderer Mitspieler die Wächter ablenken können, während ich das Depot zerstört hätte. Mission 7: Einen Außenposten errichten. Der Auftrag mit der Errichtung eines Außenpostens erwies sich als wesentlich aufwendiger, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Auf dem Zielplaneten muss man zuerst einen Basiscomputer aufstellen und den Planeten als Basis beanspruchen. Dann musste ich folgende Infrastrukturen bauen: einen Biokuppelraum, 6 L-förmige Korridore, 6 gewölbte würfelförmige Wände, 6 gewölbte würfelförmige Dächer, 6 würfelförmige Glasräume und 8 würfelförmige Räume, danach noch 8 Hydrokulturtröge, in denen je 4 Magenkrampfblumen und Morditwurzeln angepflanzt wurden. Zwischendurch musste ich meinen Frachter rufen, um mir von dort Ressourcen wie zum Beispiel Frostkristalle für die Herstellung von Glas zu besorgen. Auch verbaut man eine größere Menge an Ferrit. Waren die Bauten endlich alle erstellt, hatte man die Basis hochzuladen. Da ich nicht beabsichtigte, die Basis nach der Mission beizubehalten, platzierte ich die Strukturen ohne System. Lediglich für die Hydrokulturtröge nutzte ich den Schutz der neu gebauten Räume. Nachdem ich die Belohnung im Nexus abgeholt hatte, kehrte ich zurück und baute die Basis wieder ab, wie dies als Option auch vom System angeboten worden war. Mission 8: Gefährliche Piraten jagen. Lässt man sich vom Nexus aus zum Zielsystem teleportieren, gerät man ziemlich schnell in die Schlacht mit den Piraten.
Natürlich ist es günstig, die Bordwaffe seines Raumschiffes vorher mit Upgrades zu verstärken und sich mit Schild-Upgrades besser zu schützen, denn die Piraten beschießen einen ja auch. Für diese Mission benutzt man am besten einen guten Jäger oder ein exotisches Raumschiff. Waren es in der hier gezeigten Schlacht nur 3 Piratenschiffe, die man eliminieren musste, greifen andere Male die Piraten in bedeutend größerer Zahl und in mehreren Sturmwellen an. Mission 9: Sturmkristall sammeln. Über das Vorgehen beim Einsammeln von Sturmkristallen habe ich früher schon einmal ein Video gepostet. Es wird ein Planet mit der Bemerkung Sturmkristalle entdeckt markiert. Diese findet man nur auf Planeten mit rauem Klima und man kann sie ausschließlich während eines Sturmes gewinnen. Man fliegt bei schlechter Sicht in Bodennähe, landet bei einer möglichst großen Gruppe aufleuchtender Kristalle, sammelt diese mit der Taste E ein und fliegt sofort weiter. Bei diesen Flugmanövern verbraucht man schnell Raumschiff-Starttreibstoff, also empfiehlt es sich, genügend davon mitzunehmen. Die Sturmkristalle sind schließlich wieder bei einem Handelsposten, dem sicheren Depot, abzuliefern. Will man sich noch etwas Units zusätzlich verdienen, kann man auch gleich mehr als die verlangten 20 Sturmkristalle einsammeln und diese wertvolle Ressource bei nächster Gelegenheit verkaufen. Mission 10: Hadal-Kerne sammeln. Eine eher aufwendige Mission ist das Einsammeln von Hadal-Kernen. Diese sind nur im Wasser zu finden, also wird man vom System zu einem Ozeanplanet geleitet. Bei der Markierung befand sich ein abgestürzter Frachter, der einen aber in der Mission nicht weiterbrachte. Die beste Vorgehensweise ist wohl die, dass man irgendwo landet, mit dem Scanner nach einer gelben Markierung mit 3 Strichen sucht, die ein sogenannt verlockendes Exemplar verspricht. Da muss man nun hin, sei es durch Schwimmen oder dadurch, dass man das kleine U-Boot Nautilon benutzt. Da längere Tauchvorgänge notwendig sind, optimiert man besser vor der Mission seinen Anzug mit Unterwasser-Sauerstoff-Upgrades. Am Ziel angekommen, erntet man die Kerne mit der Taste E. Allerdings wird man dann vom Grauen aus der Tiefe angegriffen, einem gefräßigen Fisch, der sich nach meiner Erfahrung weder mit dem Minenlaser, dem Blitzwerfer oder der Bordkanone der Nautilon bekämpfen ließ. Es hilft also nur Flucht und man sucht die nächste Hadal-Kerne-Quelle. Auch diese Güter sind am Ende der Mission bei einem Handelsposten abzuliefern und man kann sich dann die Belohnung im Nexus abholen. So, ich hoffe, dass euch diese Informationen bei der Ausführung der Missionsaufträge helfen. Ich wünsche euch viel Erfolg und einen guten Flug durch das Weltall. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Herr Holle.